meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein super schönes, elegantes Blumen zaubern könnt mit einer ganz einfachen Technik. Legen wir los! Ich habe hier eine riesen Leinwand vorbereitet. Diese Leinwand ist 80 x 60 cm, also schon ordentlich. Und heute möchte ich euch ein elegantes, schönes Blumen zeigen, das ihr super easy nachmachen könnt. Wir verwenden nicht viele Farben, ich werde dazu noch später eingehen. Wir starten erstmal mit unserer Basisfarbe. Ich habe mich heute für Violettrot entschieden. Ich liebe diese Farbe. Das ist diese hier von Amsterdam. Die könnte ich momentan ständig benutzen. Also, ich beginne mit unserer Basisfarbe. Gebe die einmal großzügig in die Mitte. Ich werde die heute nicht ausdehnen, sondern ich werde sie mit meinem Föhn verblasen. Das mache ich ganz schnell. Meine Basisfarbe ist nun ausgeblasen und ihr könnt schon sehen, ist das nicht ein wunderschöner Ton, das ist ein richtig voller Bäriger, den liebe ich. Zum Blumen habe ich heute vorbereitet Reichgold von Amsterdam, Kaminrot, Pearlweiß, Orange, das ist ein Mix aus Sonnengelb und Kaminrot, das habe ich mir selbst zusammengemischt. Und mein Gelb ist heute ein Mix aus Ocker und Sonnengelb, das ein bisschen dunkler wird. Wir werden nun die Farben nach und nach in einer Linie schichten. Ich beginne mit meinem Reichgold. Ich beginne mit Gold aus folgendem Grund. Ich möchte später, dass die Blumen von unserer Blüte mit diesem Gold umrandet sind und deswegen entscheide ich mich jetzt für Gold als erste Farbe. Wie möchte ich denn meine Blume anreihen? Ich glaube, ich möchte sie heute schon groß haben. Ich beginne in der unteren linken Ecke. Und lasse meiner Kreativität freien Lauf. Ich glaube, so wäre es ganz schön. Die nächste Farbe, die ich schichte, ist Perlweiß. Anschließend verwende ich mein Gelb. Gefolgt von Orange. Oh, ich muss hier ein bisschen mit meiner Schürze aufpassen, weil die Leinwand so groß ist, aber das ist kein Problem, das korrigiere ich später. Die nächste Farbe, die ich nehme, ist Kaminrot. Ihr könnt schon sehen, das ist schon ziemlich eine Farbfamilie. Allerdings habe ich mich ganz bewusst für diese Farbfamilie entschieden. Ich möchte später nicht, dass unser Bild bunt ist, sondern ich möchte nur diese einzelnen Farbschichten haben. Und da bietet es sich immer echt gut an, in einer Farbfamilie zu bleiben. Ich möchte noch ein ganz kleines bisschen Reichgold für den Schimmer darüber legen. Ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera genauso gut sehen wie ich. Das ist so glänzend, das ist so schön. So, ist mir das jetzt schon genug Farbe? Vielleicht noch ein bisschen Weiß.
Jawohl. Wir könnten im Nachgang natürlich immer wieder ein bisschen Farbe nachtragen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ihr könnt sehen, ich habe hier schon gut was auf meiner Leinwand. Und jetzt, meine Lieben, werden wir einfach beginnen, hier unser schönes Farbspiel auszublasen. Das ist super einfach nachzumachen und ihr könnt echt sehen, ihr braucht nicht viel, um ein tolles Gemälde zu schaffen. Ich wünsche viel Glück! Ich finde, die Farben gehen so schön zusammen. Also, was ihr jetzt noch machen könnt, ist, dass ihr mit einem Strohhalm noch ein paar Detailarbeiten schafft. Ich werde mir das heute aber aussparen, weil ich muss ehrlich sagen, manchmal muss man auch echt wissen, wann Schluss ist. Ich finde es super gelungen. Und ihr habt gesehen, es war wirklich nicht viel Aufwand. Jeder von euch kann das schaffen. Ihr könnt es gerne nachmachen. Jetzt werde ich hier noch meinen kleinen Patzer korrigieren, so dass ich das nicht vergesse. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist, dass ihr mit eurem Finger ein bisschen die Form korrigiert, sollte sie euch an irgendwelchen Stellen nicht gefallen.
Ich mache das immer gerne noch hier ein bisschen bei den Rändern. Oder so wie hier habe ich recht wenig von meinem Hintergrund. Dann ziehe ich hier die Linie noch einmal nach. Dieser Schritt ist selbstverständlich optional, das müsst ihr nicht machen. Also für wen es so schon perfekt ist, vollkommen in Ordnung. Ich finde, es ist sehr, sehr gelungen. Aber das ist einfach so ein bisschen Geschmackssache. Das kann jeder halten, wie er möchte. So. Aber manchmal muss man einfach wirklich wissen, wann Schluss ist. Ich gehe jetzt final noch einmal mit dem Brenner drüber. Und jetzt hole ich euch ein Stück näher ran, damit ihr euch diese wunderschönen Farben angucken könnt. Also, wir haben uns unsere Farben echt schön erhalten. Wir haben unser Rot, unser Orange, unser Gelb. Das Perlweiß macht das Ganze noch ein bisschen heller. Und dadurch, dass wir auf einem rot-violetten Hintergrund arbeiten, haben wir hier sogar noch ein paar pinke Stellen. Pink geht immer, haben wir gelernt. Und auch hier dieser Farbverlauf, hier könnt ihr echt gut erkennen, wie die Farben schön miteinander spielen, wie sie zusammengehen und sich trotzdem nicht vermischen. Ich muss sagen, ich liebe es. Ich liebe diese Technik und auch diese Farbkombination. Führt es gerne mal nach und zeigt mir dann eure Ergebnisse. Das würde mich super interessieren. Und nun, meine Lieben, wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr mehr von mir sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt. Und für heute bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal, ihr Lieben. Macht's gut!